Jo Leute, ihr seht mich jetzt zwar nicht, aber hört mich, denn ich habe noch eine kleine Info zu machen. Ich habe in diesem Part ja öfters von einem Making-of, wie ich denn einen Part Take It Hardcore aufnehme, geredet. Allerdings wird es diesen oder gab es diesen nicht zum letzten Rife and Life und es wird ihn auch vorerst nicht geben, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich wieder mal drauf gekommen bin, wie unpraktisch es ist, wenn man auf seinem ganzen PC irgendwo private Dateien hat. Und aus genau diesem Grund gab es das Video nicht am letzten Rife and Life, also ihr braucht nicht danach gucken. Wenn es euch wirklich interessiert, wie so ein Video bei mir entsteht, dann könnt ihr mir das bitte einfach mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich mal schauen, ob ich so ein Video mache. Aber es wird, wie gesagt, vorerst keines kommen. Also wenn ihr euch jetzt denkt, hä, wo ist das Video? Ich suche das existiert nicht. Es gab beim letzten Rife and Life dann einen Tag. Aber, also wie gesagt, zu viele private Dateien und so und ja. Tut mir irgendwo leid, dass es das Ganze jetzt nicht gab, aber wie gesagt, es ging einfach nicht und ich denke, es ist für euch okay, wenn ich jetzt einfach so sage, dass das Ganze nicht gab, und ich werde es auch noch im Rife and Life mal erwähnen, falls wer schauen sollte, wieso, ob das nicht doch vielleicht im Rife and Life ist. Es ist nicht im Rife and Life, das könnt ihr mir jetzt einfach so mal glauben. Und ja, dann danke ich euch jetzt einfach für das Kurze, dafür, dass ihr mir bei einem kurzen Pre-Intro zugehört habt, und sagt, wir sehen uns jetzt wieder beim Part Take It Hardcore, in dem ich für euch jetzt einen Haufen unwirren Scheiß rede. Also, es geht jetzt los mit Take It Hardcore. Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Take It Hardcore. Und heute seht ihr, ich nehme gleichzeitig auch noch das Making-of, das es im letzten Rife and Life gab, auf. Sprich, ihr werdet mich hin und wieder auch noch mit dem hier hören, reden hören und nicht nur mit jetzt dem, ne? Also, so, jetzt beginne ich im Endeffekt mit dem eigentlichen Part des Let's Playen und am Ende sehen wir uns dann wieder, wenn ich das Ganze fertig aufgenommen habe. Bis gleich. So, jetzt aber zurück zum Part. Ich habe ja gesagt, ich werde mich mal offscreen hier hinstellen, um ein bisschen Stein zu brennen. Das habe ich auch gemacht. Alles, was ich gebrannt habe, seht ihr jetzt hier im Inventar. Ihr seht auch, dementsprechend fehlt hier etwas in der Kiste. Ja, und natürlich ist auch das Feld gewachsen. Das werden wir jetzt darum mal abernten gehen. Wie gesagt, ich nehme gerade ein Making-of auf, und zwar, wie ich so einen Part Take It Hardcore produziere. Das Ganze gab es, wie gesagt, im letzten Rife and Life zu sehen. Also wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr das Ganze jetzt mal auschecken. Wenn ich dran denke, dann ist ein Link in der Beschreibung, sonst findet ihr das Ganze natürlich auf meinem Kanal. Also wundert euch nicht, sollte ich jetzt noch ein paar Mal im Part, mit meinem Handy reden. ja. So, also wir farmen einfach mal das Feld jetzt hier ab. Es ist ja jetzt fertig, gewachsen, offscreen. Es hätte einfach zu lange gedauert, jetzt hier das Ganze, den ganzen Kram, während dem Video zu machen, also hier das Ganze zu brennen und so. So, perfekt. Ich bin dafür, dass wir jetzt gleich einfach mal uns natürlich aus dem Weizen, das wir noch haben, Brote craften und danach auch schon hinaufgehen und uns mal anschauen, was denn die Mining Turtle so gemacht hat. Da bin ich nämlich eigentlich relativ gespannt, was die fabriziert hat. Und dann wäre ich fast dafür, dass wir uns auf den Weg in die Höhle machen und jetzt endlich mal die Höhle wenigstens ansatzweise leer farmen. Und dafür werden wir uns noch ein Werkzeug machen, ein neues Tech-Kit, also eine neue Sache, die es nur in Tech-Kit gibt und nicht in Vanilla Minecraft. Und zwar, ach so, es ist jetzt Nacht. Und es schneit, okay. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, aber wo gibt es hier? Wo ist denn hier die Turtle? Da hinten ist sie. Wir schauen einfach mal hier nach hinten und danach werden wir uns, wie gesagt, einen Mining Drill oder einen Diamond Drill halt bauen, um ja. Hä? Turtle? Wow! Wo ist meine Turtle? Ach, da vorne ist die. Was chillt die hier, oder was? Ich muss mich jetzt mal kurz beeilen. Was ist mit dir? Ach so, ja, okay. Um die muss ich mich mal speziell kümmern. Kommt mir vor, ich nehme die jetzt hier einfach mal mit und werde die dann gleich in der Höhle wieder hin platzieren. Ich nehme das jetzt einfach mal schnell mit. So, da kümmere ich mich mal später drum. Ich weiß jetzt auch gerade, womit das zusammenhängt, nämlich wenn ich aus dem Ding herausgehe, also wenn ich das Spiel beende, dann wird automatisch
dann wird automatisch die Turtle gestoppt und die macht nicht automatisch beim Beginn der nächsten Folge weiter. Vielleicht sollte ich mir mal so ein Strip-Mine-Programm installieren. Ich denke, das wäre ganz praktisch. Also erkläre ich euch dann im nächsten Part, wie man so ein Strip-Mine-Programm installiert. Und jetzt bauen wir uns mal in der Zwischenzeit schnell einen Mining-Drill. Samt Bedpack, würde ich fast sagen. So, also Shalom. Wir sind wieder hier unten. Ah, was ist wohlig warm. Wir haben eingeheizt. Sehr schön. Der Generator ist jetzt auch schon fast leer. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. So, das kann hier rein. Das auch. Da haben wir noch hier was für die Kiste. So, und einmal noch hier wechseln, bitte. So, dann können wir gleich mal unser Jetpack aufladen. Und währenddessen kümmern wir uns mal darum, wie man einen Mining Drill. Nee, einen Diamond Drill. Der ist nämlich, glaube ich, noch besser. Und wir haben jetzt genug Gears, wie man einen Diamond Drill baut. Wir brauchen einen Mining Drill. 6 Refined Iron, also 7 Refined Iron haben wir die. Wo sind denn die Sachen hier? Also wir brauchen noch hier einmal 6 Refined Iron, bitte. Nee, gleich 7. Ja, 7. Ofen. Also dann brauchen wir mal Refined Iron für. Eine RE-Batterie, die können wir uns bauen, oder? Wo ist da? Hier. Wir brauchen 4 Tin. Schon langsam weiß man die Rezepte ja auswendig. 2 Redstone. Ah, wir brauchen dann aber auch noch welche für die Circuits. Und dann brauchen wir noch Kabel, Copper Cable. Hier haben wir 3 Stück. Das reicht prinzipiell aus, aber reicht dann doch nicht aus. So, dann bauen wir uns gleich noch Kabel. So ein paar halt, ne? 32 machen wir uns mal. So, das nehmen wir hier wieder raus. Einmal hier rein und das hier rein. So, also wir brauchen einmal eine Batterie. Das gehört hier so rein. Die bauen wir uns so. Dann brauchen wir einen Electronic Circuit. Davon brauchen wir 2, darum lasse ich das Rezept jetzt erstmal hier drin. So. Zumindest bin ich mir relativ sicher, dass wir 2 brauchen. Ich schaue jetzt mal zur Sicherheit kurz nach, was man für ein Backpack braucht, aber ich bin mir irgendwo relativ. Hä? Gibt's das hier nicht? Ach doch, hier heißt das Battery Pack oder was? Nee, Backpack habe ich doch so geschrieben. Oder? Ah, nee, ich habe Backpack geschrieben. Ja, genau, man braucht auch einen Electronic Circuit, okay. Dann bauen wir uns davon gleich mal 2 Stück. 2 Electronic Circuits. Gut, jetzt aber nochmal zurück zu unserem Mining Drill. Das ist im Endeffekt wie eine Spitzhacke. Das können wir hier eh ablegen, das Rezept drinnen, ne? Das ist im Endeffekt eine Kombination aus Spitzhacke und Schaufel. Und das Ganze halt elektrisch. Sprich, es braucht keine Rohstoffe mehr. 3 Dias brauchen wir noch. Hoppala. Und jetzt haben wir unseren Diamond Drill. Perfekt. Den werden wir mal eben auch aufladen hier. Und der baut halt viel schneller ab, als jetzt ein normales anderes Gerät machen könnte. Also eine Spitzhacke oder so, außer sie ist verzaubert. So, und ein Bedpack brauchen wir noch, um Energie mit uns mitführen zu können. Also damit wir einfach Energie unterwegs auch haben. Weil nämlich wir sonst relativ schnell keinen Strom mehr für das Teilchen hier haben werden. Und darum brauchen wir noch ein Bedpack. Also im Endeffekt ein mobiler Energiespeicher, so eine Bedbox für unterwegs, könnte man sagen. So. Einmal das hier rein, dann das alles hier rein. Und dann können wir noch unser Bedpack aufladen. Ich weiß gar nicht, wie viele EU da jetzt genau reinpassen, aber es ist auf jeden Fall genug. Ein neues Schwert könnten wir uns noch craften. Machen wir nochmal eins aus Saphir. Wo haben wir denn hier Sticks? Hier. So. Einmal ein Schwert bitte noch, falls unser jetziges kaputt gehen sollte. Spitzhacke haben wir zur Sicherheit auch noch bei. Die Schaufel reicht sicherlich aus. Haben wir hier noch was anderes zu essen drinnen, was verbraucht werden sollte? Nein, ich sehe zumindest nichts. Okay.
Ist das Teil hin hier aufgeladen? Nee, das dauert jetzt seine Zeit. Okay, damit habe ich natürlich mal nicht gerechnet. Aber dann können wir währenddessen mal einen Screenshot machen, eigentlich. Für das Thumbnail. So, perfekt. Für das Thumbnail. Ja, normalerweise mache ich ja die Thumbnails. Das werdet ihr dann auch im Rife and Life, habt das eh gesehen, mache ich die normalerweise aus Screenshots aus den Parts. Aber in dem Fall habe ich das tatsächlich mal so gemacht, dass ich das direkt mache, ohne dass ich vorher. In dem Fall habe ich es jetzt mal im Part noch gemacht. Okay, wir könnten ein bisschen Kohle in den Maserator machen. So. 6 Stück mal. So. Perfekt. Das läuft auf jeden Fall dann schon mal. Na komm, beeil dich ein bisschen. Das dauert jetzt wieder. Ah, Moment, das geht ja schneller, wenn wir das im Ding machen, oder? In der Bedbox. Da geht das in dem Fall ja wahrscheinlich dann schneller, nehme ich mal an. Ja, okay, das hätten wir direkt in die Bedbox tun sollen, dann wäre es gleich schneller gegangen. Gut, wissen wir fürs nächste Mal. Das funktioniert in der Bedbox schneller. Wie auch immer. Das farmen wir mal ab, geben es hier rein. Das dürfte jetzt also schon fertig sein. Perfekt. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal los in die Hülle. Wir haben noch 5 Minuten. Ich möchte diesen Part jetzt mal unbedingt in der richtigen Länge machen. Und zwar aus dem Grund, weil die letzten Parts waren eh alle von der Länge her viel zu lang. Und es gibt ja auf YouTube so ein Feature, das ich schauen kann. Also das nennt sich Zuschauerbindung. Also das ist allgemein die Zuschauerbindung. Und ich kann halt auf YouTube, gibt es ein Feature, das mir anzeigt, wie lange ihr mehr oder weniger dran bleibt. Also wie die Zuschauerbindung ist. Und die sagt so, dass ungefähr nach 15 Minuten bei den meisten Parts wirklich abgeschaltet wird. Und das ist auch absolut verständlich, weil wer schaut sich gerne einen 30-Minuten-Part am Stück an? Mache ich auch selber nicht unbedingt gerne. Und aus genau dem Grund kann ich es ja auch verstehen, wenn ihr eben euch nicht die vollen Minuten anschaut. Und darum werde ich jetzt versuchen, die Parts kürzer zu halten, sodass ihr auch wirklich dran bleibt. Und da geht es mir jetzt nicht unbedingt daran, dass ich meine Zuschauerbindung stärke oder so, sondern einfach, dass ihr, weil dadurch merke ich ja, gefällt euch das, dass die Folgen so lange sind. Und in dem Fall ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie euch zu lange sind. Und aus dem Grund denke ich, kann man dann auch mal getrost sagen, ja, machen wir die Folgen kürzer, weil sie sind, ja, sie gehören ja normalerweise eh nicht in der Länge. Also von dem her ist es eh absolut absurd eigentlich, dass ich die so lange mache. Absurd ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür, aber es ist irgendwo unnötig, ne? Ich denke, ihr versteht, was ich damit. Dias! Jawohl! Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, mittlerweile läuft das mit den Dias richtig nice. So, und ihr seht jetzt, die Energie von dem Drill wird nicht benötigt, aber dafür wird die vom Jetpack, vom Bedpack genutzt. Der Nachteil ist, ich kann Jet und Bedpack nicht gleichzeitig anhaben, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wo ist denn dieser dumme Zombie. Hallo? Bist du da unten? Mach nicht so einen Lärm, das ist unangenehm. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Werde ich also versuchen, jetzt die Parts mal in der richtigen Länge zu machen. Noch dazu ist es ist ja auch für mich irgendwo von Nachteil, wenn ich die Parts zu lang mache, weil einfach ich viel länger zum Rendern brauche. Das Rendern ist nicht unbedingt das Problem. So lange braucht das Rendern dann nämlich auch nicht. Aber das Uploaden von so einem 30-Minuten-Part dauert dann. Insbesondere bei mir, ich habe prinzipiell Bambusleitungs-Internet. Also das ist wirklich nicht unbedingt das, was man sich als YouTuber wünschen würde. Ich hätte viel, viel lieber schnelleres Internet. Von dem her ist es für mich eigentlich eben unpraktisch, wenn ich so lange Parts mache. Aber es ist nicht unbedingt jetzt so, dass ich sage, ja, ich muss die Parts jetzt unbedingt 15 Minuten lang machen, weil sonst kommen die überhaupt nicht mehr pünktlich. Das ist nicht der Fall. Also ich kann die locker uploaden, aber es dauert dann halt seine Zeit. Aber das ist, wie gesagt, eigentlich alles nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen müsste, nö, ich muss die Folgen kürzen. Also, das ist definitiv nicht der Fall. Von dem her, wie gesagt, wenn ich es tagesaktuell mache, dann muss ich wirklich schauen, dass die Folgen nur 15 Minuten lang sind und darf sie auch nicht am Nachmittag, sondern muss sie am Vormittag aufnehmen. Sie sollten ja prinzipiell um 14:30 Uhr kommen. Das kommen sie, wenn ich sie tagesaktuell aufnehme, auf keinen Fall. Das kann ich, das geht sich einfach nicht aus zeitlich, weil ich stehe jetzt insbesondere in den Ferien eh nie vor 10 Uhr auf und dann tagesaktuelle Folgen zu machen, die pünktlich kommen.
Oder die wirklich um 14.30 Uhr kommen, das ist im Endeffekt ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann man vielleicht machen, wenn man eine 10er Upload-Leitung hat und auch noch einen besseren Prozessor als ich. Weil mein PC ist ja prinzipiell nicht schlecht, nur ist der Prozessor, der mir ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung macht. So, und jetzt seht ihr, wir haben das Bedpack nicht an und der Diamond Drill benötigt die Energie, die er drin hat. Aber ich lasse jetzt mal gerade lieber das Jetpack an. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo hier Mobs sind und wo ich überall hoch muss und darum, und wo Lava ist vor allem, und darum ist es jetzt aktuell eigentlich ganz praktisch. Also jetzt wisst ihr auch ein bisschen Bescheid hier in der eigentlichen Folge über meine Upload-Verhältnisse und so. Also ich kann auch ewig lange Parts nicht einfach so uploaden. Die dauern dann halt dementsprechend länger. Aber wenn, ich sage jetzt mal so, wenn ich am Vormittag, also so um 11 Uhr oder so ungefähr, einen Part aufnehme, danach dann direkt schneide und rendere und nicht vorproduziere, also am allerliebsten nehme ich einen Tag vorher mindestens den Part, also am Dienstag den für Mittwoch auf und so zum Beispiel, weil ich dann einfach mehr Zeit habe, auch zum Bearbeiten und alles. Komm ran hier, du hast schon mal besser ausgesehen. So, komm runter. Komm jetzt her hier. Ich habe keinen Bock da lange. Oh! Wie lange leben denn diese blöden Dinge auch so jetzt aber? Also wie gesagt, wenn ich so um 11 Uhr den Part produziere, danach schneide und rendere, dann ist der so gegen. Mit Schneiden und Rendern, so gegen 13 Uhr dann ungefähr fertig. Naja, ein bisschen früher, wahrscheinlich so gegen 12:30 Uhr. Also um 12:30 Uhr ist der dann fertig, wenn ich um 11 Uhr aufnehme. Also wenn ich einen 15-Minuten-Part aufnehme, ist der gegen 10:30 Uhr fertig und wenn ich einen längeren aufnehme, dann nicht. Ja, so ungefähr ist das. Und dann muss ich ihn halt noch ein bisschen verkleinern, damit ich ihn schneller uploaden kann. Und ihn dann uploaden, dann ist er so gegen 17, naja, 16 bis 17 Uhr online. Dann mache ich noch Thumbnail und so halt. Aber meistens ist es dann so, ich habe den Part aufgenommen um 11 Uhr. Alles chillig, ich könnte mir wirklich Zeit lassen mit dem Uploaden und so. Und das tue ich dann auch. Und dann komme ich auf einmal so um 16 Uhr oder so drauf. Oh shit, der heutige Part ist ja noch gar nicht geuploadet. Und wenn ich dann natürlich erst um 16 Uhr mit dem Upload beginne, dann ist er nie vor 18 Uhr online. Von dem her kann es dann auch mal passieren, dass der eigentliche Plan, dass das Ganze gegen 14:30 Uhr online ist. Hey, hoppa, geh mal weg hier. Dann auch sehr, sehr schnell mal zu 18 Uhr, 18:30 Uhr und noch später wird. Leider. Ich habe das selbst nicht gerne, weil ich mag es auch nicht, wenn jetzt jemand sagt, um die und die Uhrzeit kommt das und das. Wow! Tschüss, Alter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen down vom Leben her, so, ne? Aber da kann mir jetzt eigentlich prinzipiell nur aus der Richtung was passieren. Also, ich mag das eigentlich überhaupt nicht gerne, wenn mir jemand sagt, um die und die Uhrzeit kommt das und das und dann kommt es nicht. Und darum versuche ich auch eigentlich da möglichst das Ganze so zu machen, dass es auch nach Upload-Plan kommt. Aber es ist halt hin und wieder dann. Nein! Oh, wo ist der? Ach, da bist du. Aha, okay. So, und darum zipft mich sowas auch dann schon mal relativ schnell an, wenn jemand sagt, um 14:30 Uhr kommt das und das und dann kommt das Ganze nicht. Und darum sollte ich mich auch selber mal ein bisschen bemühen, dass die Folgen auch rechtzeitig kommen. Allerdings, wie gesagt, ich verpeile es dann einfach teilweise. Ich rendere den Part, dann verkleinere ich ihn nicht, dann komme ich um 16 Uhr oder so drauf, oh, das muss ja noch getan werden. Und dann ist natürlich wieder Zeitdruck und dann kommt der Part nie pünktlich oder so. Also von dem her. Wundert euch nicht, sollte mal ein paar zu spät kommen. Es tut mir immer leid. Ich schreibe es mir dann einfach nicht in die Videobeschreibung, weil es ist klar, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Oder, ja, mit Absicht. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Man kann nicht sagen, man hat es nicht mit Absicht gemacht, weil man hat es ja, irgendwo hat man es ja unbeabsichtigt gemacht oder verpeilt oder was weiß ich was. Wow. Aber gleichzeitig stört es einen ja selber auch. Und darum ist es dann auch irgendwo wieder ein bisschen behindert zu sagen ist, man hat es nicht mit Absicht gemacht, ne? Ich bin einfach teilweise ein viel zu verpeilter Mensch. So ist das Ganze. Und mit diesem wunderschönen Wort beenden wir jetzt die heutige Folge. Ich werde mich noch irgendwo hinbegeben, wo ich einigermaßen in Sicherheit bin. Und dann beende ich auch diese jetzt schon etwas zu lange Folge. Wie auch immer.
So, das nehmen wir noch schnell mit hier. Und außerdem, ich bin ja auch beim Aufnehmen so ein Mensch. Ich würde am allerliebsten, würde ich wirklich extra lange Folgen machen. Aber wie gesagt, das ist dann... Es bringt mir nichts, wenn ich so lange Folgen mache und ihr euch das dann nicht anguckt oder so. Aber ich bin dann ein Mensch, der einfach am liebsten immer weiterspielen würde, weil es ihm einfach so viel Spaß macht auch. Auch wenn das unter Umständen in meinen LPs nicht unbedingt immer so rüberkommt, dass es mir richtig viel Spaß macht oder so. Aber es macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Das ist definitiv so. Und darum stört es mich dann einfach, wenn... ja, das irgendwo nicht so rüberkommt, wie es ist. Weil, wie gesagt, es macht mir einfach richtig viel Spaß. Und darum kann ich dann nie aufhören. Und dann werden die Parts auch mal 19 Minuten lang. So wie das jetzt hier der Fall ist. Aber jetzt nehme ich hier noch die Kohlen. Ich habe gerade zuerst gesagt, das nehmen wir noch mit. Und dann hören wir auf. Und jetzt bin ich schon wieder hier am Abbauen. Und dann findet man wieder so viele schöne Sachen. Und dann möchte man immer weitermachen. Aber es geht einfach nicht. Oder? Ah. Da ist man immer so in so einem... Ich weiß nicht, ich denke, ihr kennt das auch, wenn ihr irgendwas richtig... was macht, was ihr... Entweder wenn ihr gerade chillt oder wenn ihr gerade das macht, was euch richtig gerade Bock macht. Und dann kommt irgendwer und sagt, ja, hört jetzt auf damit oder hilf mir jetzt bei dem und dem. Das ist einfach... Das mag man als Mensch einfach nicht. Da ist man dann immer ein bisschen... sauer und abweisend. Wir nehmen mal an, ihr... Das ist ein dummes Beispiel, aber ihr habt gerade... was mal jetzt gerade, ihr chillt gerade, schaut euch irgendwelche Sachen an, was weiß ich, wir nehmen mal an, ihr schaut euch ein YouTube-Video an oder irgendeine Fernsehserie oder was weiß ich was und dann kommt wer zu euch und sagt euch, jo, jetzt hilf du mir mal bei dem und dem, weil du sitzt eh schon lange, hier. Und die Serie, die ihr gerade guckt, hat aber erst vor, wow, also das war jetzt mal ein absolut unfreundlicher Angriff hier. Wow. Tschüss, Alter. Und dann kommt die Person her und sagt euch, ja, jetzt hilf du mir mal bei dem und dem, weil du sitzt eh schon so lange da. Und das sind dann diese Momente, wo du dir denkst, wieso können mich die Menschen einfach nicht in Ruhe lassen? Na, komm ran hier. Und das sind, wie gesagt, halt die Momente, wo du dir wirklich denkst, wieso kann der mich nicht einfach in Ruhe lassen? Muss der immer nerven? Und solche Momente gibt es, denke ich mal, bei jedem eigentlich. Und im Nachhinein denkt man sich dann, wenn man irgendwen angemault hat wegen sowas, wieso habe ich das getan? Es war eigentlich total unnötig, weil es war nicht wichtig, was ich getan habe. Aber wie auch immer das jetzt ist, ich beende jetzt den Part. Zum Abschluss des Parts werde ich jetzt nochmal... So. Zum Abschluss des Parts, habe ich gesagt, werde ich jetzt noch einmal die Making-of-Kamera anschmeißen. Ihr seht jetzt hier, wie gesagt, wie ich aufgenommen habe. Ich gehe jetzt hier auf Save and Quit the Title, verabschiede mich mit einem, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, schreibt mir Sachen in die Kommentare und dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.